SolidWorks hat uns in der 2020-Version in Composer eine neue Funktion spendiert, um eine 360-Grad-Erfassung seines 3D-Teils zu bekommen. Diese Bilder sollten natürlich irgendwie weiterverwendet werden. Und aus dem Grund zeige ich hier heute ein Tool namens WebRotate 360. Und für dieses Tool kann ich SolidWorks-Grafiken, Composer-Grafiken oder eine Serie von Bildern aus Visualize Professional importieren, um meine HTML-Datei für alle Endgeräte zu produzieren. Und das schauen wir uns jetzt an. Starten wir also mal in SolidWorks. Hier kann ich ja mit dem Animator schon eine Bildfolge erstellen und dann mit dem Export in PNG-Grafiken herausspielen. Wichtig ist hier, dass man keine Videodatei erstellt, sondern gleich wirklich die Einzeldaten in einen Ordner spielt. Das habe ich etwas vorgespielt, damit wir hier nicht die Echtzeit abwarten müssen. Machen wir einen Wechsel zu SolidWorks Composer 2020. Hier gibt es nämlich im hochauflösenden Bilder-Workshop jetzt eine neue Option mit 360-Grad-Erfassung. Und auch hier kann ich diese einzelnen Frames, wenn ich die Anzahl vorher einstelle, mit einem Klick exportieren. Das geht so schnell wie in keiner anderen Software. Das Ganze gibt es auch bei Vektorgrafiken in der technischen Darstellung. Exakt die gleiche Option mit demselben Ergebnis. Visualize hingegen vertritt einen professionellen Ansatz. Hier habe ich ja schon mit dem interaktiven Bild die Möglichkeit, eine Bildfolge in mehreren Layern zu exportieren. Nichtsdestotrotz fehlt mir hier so eine Hotspot-Funktion, wie wir sie später sehen werden. Natürlich hat man hier auch noch die Effekte wie Tiefen und Schärfe, das Blooming, die genaue Ausrichtung und hochwertige Materialien. Also es ist ein ganz anderer Fokus. Nichtsdestotrotz profitiert jetzt dieser Output von WebRotate 360. Hier brauchen wir nur den Ordner angeben, in dem sich diese einzelnen Frames befinden, einen Projektnamen definieren und schon sieht man in einem Vorschaubild, wie das Endergebnis auszusehen hat. Man kann jetzt dann über die rechte Seite Hotspots definieren, die können Bilder, Videodateien, Hyperlinks oder auch Datenblätter beinhalten. Man hat hier also wirklich freie Hand in der Definition seines Outputs. Und exportiert dann diese gesammelte Grafik mit den Hotspots, die man punktweise dem Frame zuweisen kann, in eine HTML-Datei, die auf jedem Endgerät, ob mobil oder Desktop, geöffnet werden kann. Und zwar ohne Plugin. Das ist eine sogenannte WebGL-Anwendung, die sich sehr einfach und schnell starten lässt. Das Ganze wird jetzt der Reihe nach für die Visualize, Composer und die SolidWorks-Exporte verwendet und ich muss dazu nur bei der Projekterstellung den Ordnernamen verändern. Währenddessen erkläre ich ein bisschen was über die Möglichkeiten. Es steht natürlich jedem offen, dann zu definieren, was da für Frames drinnen sind. Man kann hier einfach diese 360-Grad-Frames einbetten. Man kann das aber auch mit einer Animation, mit einer Kamerafahrt durch das Modell oder eine Explosionsansicht, die animiert ist, durchführen. Das Schöne ist hier wirklich, ich zwinge meinen Anwender, meinem Kunden nicht ein bestimmtes Programm oder Viewer zu verwenden, sondern alles, was benötigt wird, ist ein HTML-Browser der letzten Generation, um diese Daten zu laden. Wer sich die Professional-Version von WebRotate holt, kann natürlich dann auch unendlich viele dieser Hotspots definieren, bekommt das Wasserzeichen in der Ecke weg. Oder kann auch eine Google Analytics-Abfrage starten. Ich finde, dass dieser Export unsere Programme perfekt unterstützt. Wir wissen, wie wichtig es ist, barrierefreie Inhalte zu generieren. Und wenn ich schon in SolidWorks, in Composer und in Visualize die Möglichkeiten habe, hochwertige Bilder zu generieren, dann sollte man auch hier nicht zögern, das Ganze schön einfach, aber trotzdem interaktiv auf der Webseite einzubinden. Nebenbei wird gerade das letzte HTML-File aus SolidWorks generiert. Wir warten das noch ab, um uns dann einen kurzen Blick nur zu gönnen in die fertigen HTML-Dateien,
Und in der Zwischenzeit können Sie schon mal überlegen, wann Sie das Upgrade auf die letzte 2020-Version am besten durchführen können. Die letzten Sekunden laufen. Das hätten wir mal geschafft. Es wurden hier ganz simple Logos mit Alpha-Kanal verwendet. Es steht Ihnen frei, hier auch GIF-Dateien natürlich einzusetzen oder einfache Textbausteine. Und man sieht sehr schön, dass die Maus über dieses Highlight einfach drüber fahren muss und dann wird dieses Logo direkt eingeblendet. In Composer natürlich optimal dann fürs Marketing, haben wir hier vorne auch dann das Composer-Logo eingebaut und in Visualize hier mit tiefen Unschärfe, Blooming-Effekt haben wir auch das Visualize-Logo hineinbekommen, was einen perfekten Webauftritt seines Produkts natürlich zur Folge hat. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.